Und ein paar kleine Mädchen. Zu welchen gehörst du? Jungs gehen mir auf den Wecker. Zwei kleine Jungfrauen, wie niedlich. Kein Wunder, dass ihr euch prügelt. So viel unverbrauchte Energie. Oder steht ihr auf Frauen? Oh. Möglicherweise die da. Ich bestimmt nicht. Na, wie ist es? Gib mir mal eine Antwort. Ich finde, du machst ein bisschen viel Wind. Ich glaube, du hast von nichts eine Ahnung. Oh. Seht ihr, sie wollten mir meine Dinger geben. Glaube ich nicht lesbisch. Nur sexuell unreif. Ich wette, sie würde es machen, wenn sie eine Chance hätte. Stimmt's? Natürlich. Ich würde schon. Sorel? Hi. Hi, Chubby. Walker? Walker? Ja. Hey, du, wart mal. Reden Sie mit mir? Ja, dich. Wie ist dein Name? Penny Schubert. Ich hab's unheimlich eilig. Ich würde sagen, du gehörst zum Haus C. Das ist ein Stück weiter da hinten. Ja, aber Haus C ist für die ganz Kleinen. Sie haben ja keine Ahnung, wie bescheuert das ist, mit 10-Jährigen in einem Haus zu sein. Da werde ich irre. Ich wette, mein Gehirn wird sich auflösen. Ihr beiden schlaft da drüben. Da mache ich nicht mit. Komm schon, die Betten sind seit Monaten eingeteilt. Okay. Dann nehme ich das Rechte. Na, fabelhaft. Pützi. Ich find's auch nicht toll, mit dir in einem Zimmer zu schlafen. Du wirst mir aus dem Weg gehen und ich störe dich nicht. Ist das klar? Das Richtige für dich, mein Herz. Lieblich und absolut jungfräulich. Ja, genau. Meine Mutter hat's mir besorgt. Hey, Angel, wo sind denn deine Klamotten? Ich wette, die tun so ein Zeug in unsere Hamburger, damit wir nicht scharf werden. Dana, hör mal, du solltest wirklich kein Fleisch essen. Das ist voll von männlichen Hormonen. Ich kenne eine, der ist ein Schnurrbart gewachsen, weil sie Fleisch gegessen hat. Oh. Die schon wieder, was will der Mops hier? Wisst ihr, was die Zwerge da drin machen? Die sitzen alle im Kreis und erzählen sich bescheuerte Gute-Nacht-Geschichten. Leute! Ich glaube, wir müssen Ferris bei ihrem Problem helfen. Du bist ein aussichtsloser Fall. Red keine Scheiße. Es wird langsam Zeit, dass bei Ferris mal was Aufregendes passiert. La Dolce Vita. Ich verwette meine gesamten Einkünfte... Ihre was? Ihr Taschengeld. Dass Ferris bis zum Ende des Sommers eine Frau geworden ist. Wie viel? $100. Der Scheck für meinen letzten Drehtag. Oh Mann, das ist aber echt ein Haufen Kohlen. Oh, warte. Und was soll ich dafür tun? Ganz einfach der Natur ihren Lauf lassen. Cinder, tut mir leid, aber ich verstehe das alles irgendwie nicht.
Ist doch eine ganz einfache Sache. Ferris soll nur... Ja, ein Wettkampf zwischen ihr und Angel. Du hast gerade $100 verloren, Großschnauze. Angel tritt gegen Ferris an. Und wer zuerst seine Unschuld verloren hat, gewinnt. Ich wette $10 auf Ferris. Ja, ich auch. Die kriegt das schon hin. Das ist ein Autogramm von Kermit Bear. Ich bin mit $5 dabei. Ich weiß, ich kann nicht verlieren. Würdigerweise das Brot reichen. Bitte sehr. Kann ich mal die Gabel haben? Hier. Das ist Ginseng. Das macht dich sexy. Na los, trink. Sag mal, gute ich? Hey, wir wollen $1 auf Ferris wetten. Okay. Gertie. Du schaffst es dann. Gratuliere, ganz toll. Einen großen Applaus für das Ziel. Hallo. Hallo. Wie geht's? Danke. Mr. Gary? Miss Whitney? Sind Sie verheiratet? Nein, ich bin nicht verheiratet. Und wie ist es mit Ihnen? Nein, selbstverständlich nicht. Was machen Sie so? Ich bin Französischlehrer an der Roosevelt High School. Französisch ist meine Lieblingssprache. Sehen Sie oft französische Filme? Oui, et toi? J'ai vu Pendant mon affaire deux fois. Je l'ai bien aimé. Où est-ce que tu as appris à parler le français si bien? Paris. Schön. In welche Klasse gehst du eigentlich? Die 10.